Ja, und da nehme ich hier wieder den Porsche. Bin gespannt, weil da hat man halt wirklich, der ist schon cool, aber man hat halt von innen eine einigermaßen eingeschränkte Sicht. Aber wir werden ja sehen, wie es läuft. Über das Wetter und so müssen wir uns keine Gedanken machen, das ist schon mal gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den noch gar nicht benutzt in VR hier, zumindest auf dieser Strecke. Also ich stelle jetzt schon fest, das ist richtig cool. Der ist echt nice. Ich mag den wirklich gerne, den Wagen. Macht Spaß und gerade hier auf dieser Strecke finde ich auch. Also, habe ich den überhaupt schon mal in VR benutzt? Es fühlt sich gerade an, als ob nicht, weil der ist echt richtig cool. Das hätte ich mir doch gemerkt. Fährt sich doch besser in VR, als ich dachte, als ich erwartet hätte. Also die Sicht ist eigentlich okay. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Boah, richtig nice, Leute. Richtig, richtig nice. Ich merke auch eigentlich, also mit dem Wagen in der Kombination auf dieser Strecke bin ich auch schon öfter jetzt gefahren, halt im Flat. Ich merke direkt, wie ich sogar hier in der VR-Variante ganz gut zurechtkomme mit den Kurven nehmen und so weiter. Also es war ein bisschen mehr herausfordernd in der Flat-Version. Also es scheint hier gerade tatsächlich leichter zu sein, in die Kurven zu gehen und die Geschwindigkeit abzuschätzen, als in der Flat-Variante. Da sieht man halt teilweise die Kurven nicht so gut. Weil jetzt hier, zum Beispiel hier sind wir gerade auf so einer leichten Erhebung und dann kommt direkt danach diese Kurve. Dann muss man immer so ein bisschen abschätzen und am Rand gucken, was da so für einen Anhaltspunkt man sich da merken kann. Aber es scheint hier in der VR-Variante wirklich mit dem Fahrzeug sehr gut zu funktionieren. Das muss ich definitiv, ob ich streame oder nicht, doch wieder öfter machen hier mit der VR. Ja, mal sehen. Zum Beispiel auch diese Kurve, die ist auch immer ein bisschen so herausfordernd, dass man nicht rausfliegt. Aber ja, läuft gut. Gute Rückspiegelsicht hat man auch hier. Und die hier, da bin ich, die war, fand ich sogar noch schwieriger, immer die Kurve. Oder die hier auch, die jetzt kommt. Ja, die hat man auch immer richtig ein bisschen über- oder unterschätzt. Unterschätzt würde ich eher sagen, aber und auch hier hat man immer das Gefühl gehabt, man kann nicht so viel Gas geben, aber obwohl man es kann. Okay. Runde 3, Position 4. Position 3.
Boah, das muss auch richtig Spaß machen in echt. Mit dem Wagen auf der Strecke, wenn es sich so fährt. Also, das ist echt. Die macht richtig Spaß, die Strecke mit dem Wagen, Leute. Das müsst ihr ausprobieren. Man muss sich echt mal so, wenn man diese Strecke noch nie gefahren ist, muss man sich erstmal kurz dran gewöhnen und ein bisschen üben, dass man die Kurven kennt und so, aber dann. Wie geil wäre es einfach, wenn man hier auf dieser Strecke auch Credits sich richtig anhäufen könnte mit irgendeiner richtig gut bezahlten, Rennen, wie bei Le Mans oder so, aber leider nicht so ganz. Ich mache hier jetzt schon das teuerste, also das Rennen mit dem meisten Verdienst ist ja das hier gerade auf der Strecke. Das sind aber dann so mit dem Bonus wahrscheinlich maximal so 300.000. Okay, das ist, ich bin jetzt schon an zweiter Position und der da vor mir ist erster Platz, also den hole ich dann bestimmt auch gleich noch ein und dann habe ich keinen mehr vor mir, der mich stört. Es fährt sich so gut. Ich muss es noch einmal sagen. Halbzeit jetzt. Fünfte Runde von 10.
richtig cool. Wow, 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 wow. Und man muss auch sagen, so, also das Fanatec-Lenkrad, was ich hier gerade in der Hand halte, in echt, vom Gefühl her passt es auch richtig gut zu dem, was hier im Fahrzeug ist. Man hat wirklich das Gefühl, man hat es in der Hand, den Lenkrad, also den Lenkrad, den Lenker. Ziemlich immersiv für dieses Fahrzeug. Passt gut, ja. Und ich mag bei Porsche auch total gerne die LEDs hier am Lenkrad. Die sind immer so schön hell und gut zu erkennen. Für Drehzahlanzeige. So, jetzt sind wir gleich in der 8. Runde von 10. Ja, okay, wir überholen hier sogar schon wieder die letzten. Hat sich der PlayStation Controller verabschiedet in den Ruhemodus, deswegen kam hier gerade so ein schwarzer Balken wieder im Bild. Das war nur die Benachrichtigung davon, das sieht dann leider immer so aus. Und ihr seht den Text davon, glaube ich, nicht. Also ich habe halt den Text über diesem schwarzen Feld, auf dem das steht. Oh je. Ja, also der nächsten Person, der ich bei mir zu Hause die VR-Brille aufsetzen werde zum Testen von Gran Turismo 7, der werde ich definitiv auch dieses Rennen mit diesem Wagen zeigen. Oder diesen Wagen von... Aber passt halt wirklich auch gut zur Strecke eigentlich. Es gibt natürlich vielleicht noch bessere Strecken für Anfänger so, aber das ist echt eine wirklich richtig gute, nice, tolle, coole Kombi. Aber ich habe auch Bock, dass auf Daytona, ich sag immer Daytona, das ist doch nicht Daytona, Watkins Glen. Ich habe auch richtig Lust, mal hier in VR eine Super Formula Car auszuprobieren dann. Oder auch den McLaren MP4-4. Aber mit meinem anderen Lenkrad, wenn ich das dann wieder haben werde. Ich muss echt mal schauen, das kann man ja eigentlich auch sehen, am Ende des Rennens über das Replay. Kann man ja auch sehen, wie lange das Rennen jetzt hier gedauert hat. Dann und wie viel ich dann dafür bekomme, ob sich das dann lohnt. Oder wie groß die Differenz oder der Unterschied ist dann zu Le Mans oder so. Weil Le Mans dauert ja eine halbe Stunde.
Und vielleicht kriegt man ja, je nachdem, ich weiß auch gar nicht, ich glaube, einen Bonus kriege ich hier jetzt einen Bonus. Ich weiß nicht, wie gut man da fahren müsste, dass man hier den Bonus bekommt. Ich glaube, ich bekomme hier wahrscheinlich keinen Bonus. Hier auf der Strecke ist das ein bisschen strenger wahrscheinlich, aber je nachdem, vielleicht würde sich das ja sogar lohnen, dass man diese Strecke lieber dreimal hintereinander fährt, als, und dann kriegt man genau dasselbe Geld raus, wie wenn man einmal Le Mans macht. Ich finde es auch so schade, ich habe echt schon versucht, diesen Wagen hier so runter zu regulieren, dass ich mit dem auf Le Mans auch diese Strecke fahren könnte, aber ich konnte es nicht auf 700 Leistungspunkte runterschrauben. Vielleicht geht das aber mit einem ähnlichen Fahrzeug. Es gibt ja noch den von Toyota. Den wollte ich mir eigentlich eh als nächstes kaufen. Ja, vielleicht geht es mit dem. Aber die haben eigentlich alle dieselben Leistungspunkte, grob gesagt. Also wahrscheinlich ist es auch mit dem dann nicht wirklich möglich. Aber schauen wir mal. Das wäre halt richtig cool. Ja, das ist auch schon die letzte Runde und es ist nicht mehr weit bis zum Ziel. Ich habe ja hier deutlich schon überholt die anderen, also den ersten Platz habe ich sicher. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Jetzt nochmal zum Abschluss. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich sehe wieder die Knöpfe hier auf dem Lenkrad nicht. Moment. Sieht richtig witzig aus. Naja, egal, ich drück mal den hier. War richtig. Okay, 1 Minute 25 Vorsprung. Oder Abstand zum nächsten. Nee, das ist wahrscheinlich nicht der richtige Knopf, den ich hier drücke. Sorry. Aber das ist doch auch nicht der richtige Knopf. Wollt ihr mich vergucken? Ja, okay, hat er hier der da. Okay, ja, nee, es gibt halt nur 200.000 für dieses Rennen und das rentiert sich dann bestimmt nicht. Das müsste man ja viermal machen. Wie lange hat das jetzt gedauert? Wo steht's? 18 Minuten 3, tatsächlich sogar 18 Minuten und 36 Sekunden. Das kann man tatsächlich gar nicht so ganz so lange vor, muss ich sagen, glaube ich. Weil es halt so viel Spaß macht. Ja, aber es lohnt sich halt leider nicht. Man hat halt da nur die Hälfte von raus für die halbe Stunde dann. Oder sogar noch ein bisschen weniger, weil es ja dann doch noch einen Hauch länger geht. Ja. Ich lasse euch jetzt nochmal hier kurz Replay von laufen, aber ich verabschiede mich schon mal, weil das soll es jetzt für heute gewesen sein. Es war jetzt wirklich auch ein sehr langer Stream. Bin ich auch sehr stolz und sehr froh, dass es jetzt mal geklappt hat. So lange. Sehr erfolgreich, sehr produktiv, gefällt mir und ich hoffe, dass wir uns auch bald genauso wiedersehen und ja, also dann, viel Spaß noch mit dem Replay, macht's gut und bis zum nächsten Mal.